Und willkommen zurück hier bei Graveyard Keeper. So, in den letzten Folgen gab es tatsächlich ein paar Mikro-Lags. Liegt aber, wie gesagt, nicht an unser Aufnahme-Equipment, sondern am Spiel selbst. Laut Entwickler soll man einfach Faustsync einstellen. Oh, Gary ist hier. Inquisitor! Ich habe gerade Inquisitor gesehen. Er ist ganz in der Nähe auf dem Weg zum Hexenlüge. Oh, Saad, er will mich umbringen. Oder noch schlimmer. Beruhig dich, ich werde ihn ablenken. Vielleicht finde ich etwas auf diesem Hügel, das mir hilft, nach Hause zu kommen. Okay, das kriegen wir bestimmt hin. Auf jeden Fall sollen wir Faustsync einstellen und dann soll sich das wohl beheben lassen damit. Wir werden das einfach mal testen. Wo ist denn hier verdammt nochmal der Hexenhügel? Ich habe keine Ahnung. Das ist der Leuchtturm? Wo ist denn der Hexenhügel? Wo ist denn der Hexenhügel? Bevor ich hier die Hexen bügel, brauche ich gleich den Hexenhügel. Wir ernten ein Pflänzchen, das finde ich ganz toll. Oh, wir haben relativ... Warte mal. Das können wir doch eigentlich alles jetzt erstmal wegpacken, weißt du? Weil die Materialien brauchen wir eh nur hier. Finde ich. Würde ich mal so meinen. Und dann können wir das doch alles einfach mal hier erstmal lagern. Oh, gebratenes Fleisch. 15 Energie gibt das. Das habe ich mir vorhin noch schnell zusammengebraten. So, das kann auch alles erstmal hier rein. Dann können wir das eigentlich so lassen. Okay. Dann laufen wir hier einmal weiter. Wo ist denn der Hexenhügel? Weiß man das? Und diese Mikrostatter-Dinger, Mikro-Lags sind immer noch drin, wie ich sehe. Könnte das hier ein Hexenhügel sein? Also es geht schon mal hoch, das ist schon mal gut. Aber bis jetzt sehe ich keinen Hügel. So, was ist hier? Hier ist zu. Mach den Weg frei. Okay, haben wir noch nicht. Also uns fehlen halt Metz dazu. Hier könnten wir tatsächlich noch was bauen. Was können wir denn hier bauen? Hier reparieren. Kaputter Bienenstock. Ah, okay, cool. Ich habe nämlich letztens offscreen, muss ich glaube, gestehen. Ich glaube, ich habe das nicht onscreen gemacht. Imkerei quasi geskillt. Das heißt, ich kann jetzt imkern. Hier, genau, Imkerei da. Herstellen von Honig und hier Verfall hatte ich auch nochmal gemacht. Herstellen von einem Komposthaufen. Ne? Also wir können tatsächlich jetzt einen Komposthaufen hier... Oh, guck mal, da ist schon Honig. Warte mal, kriegen wir das so runter? Das wäre natürlich ultra. Warte mal. Dann müssen wir jetzt machen. So, zack. Wir haben Honig bekommen. Nice. Irgendwer brauchte doch Honig. Wie geil ist das denn bitte? Okay, lassen wir so. Vielleicht machen die mir neuen Honig. Da ist auch noch Honig. Geil, Alter. Wenn man da nicht drauf achtet, ne? Man übersieht das einfach. Man übersieht das. So, nächste Honig. Zack, zack, zack. Ja, guck mal, haben wir schon mal wieder zwei und haben wir vier Honige zusammen, ne? Honige, Mehrzahl von Honig, Honige. Honigs. Honüge. Man weiß es nicht. Wo kommen die Ranken auch? Ne. Was ich übrigens gefunden habe, wenn wir hier die grünen Pünktchen brauchen, ne? Die, Wissenspunkte. Bei unserem Friedhof, da sind so komische Ranken. Wenn wir die kaputt machen, gibt es, ich glaube, 5 oder 8 Stück jeweils. Also richtig, richtig viel. So. Okay, wo ist denn der Hexenhügel? Ich würde sagen hier, oder? Kann ja nur hier oben sein. Pass auf, dann nehmen wir mal schnell unsere Abkürzung. Wo war die? Wo, ich glaube... War die hier? Ich muss mal ganz kurz gucken. Nee, hier war sie nicht. Dann oben beim Haus. Dass wir direkt im Dorf rauskommen, weißt du? Müssen wir machen. Müssen wir. Nützt ja alles nichts. Und einmal rein. Okay. Eintreten. Dann nehmen wir einmal hier ganz schnell die Abkürzung. So, Snake ist nicht hier. Oder Schlange. Ich glaube, hier macht es echt Sinn, die englischen Namen beizubehalten. Ich denke mal, der ist einfach Snake. Oder einfach eingedeutscht über einen Google Translator. Schlange. Alles klar. Weißt du Bescheid. So, schon sind wir im Dorf. So, wo ist der Hexenhügel? Ihr könnt es natürlich gerne im Chat oder in die Kommentare schreiben. Ich lese das. Mhm. Da ist einer, der eine Frage hat. Warte mal. Wer bist du denn? Guten Tag, der Herr. Wir haben hier die besten Milchprodukte. Und was ist mit frischem Rindfleisch? Oh nein, die Kühe sind unsere Freunde. Wir sind nicht wie die Stadtmenschen. Ich wette, die würden sogar Menschenfleisch essen. Sie glauben, sie seien klüger, aber ich glaube, das sind Barbaren. Alles klar. Ich bin ein Barbar. So, warte mal. Jetzt muss ich noch mal gucken. Schade, dass wir uns nicht hier selbst sehen an der Location, weißt du, wo wir halt gerade stehen. Müssen wir mal vorbeilaufen. So, hier ist das Abhacken von Holz verboten und irgendeiner war hier voll am Roden, aber ich bin es nicht gewesen. Ich bin unschuldig. Und das klar ist. So, die Pflanzen nehmen wir mit, weil die geben Energie. Und wir brauchen auch noch hier die roten Pflanzen für den Friedhof. Damit können wir nämlich Gräber schöner machen. So, wo ist denn... Warte mal, der hat eine Frage. Also Faustsync bringt gar nichts. Ist das denn noch drin? Faustsync ist drin, okay. Kurios. Hey, komm ja nicht auf die Idee, hier Bäume zu fällen. Nein, ich schau mich hier nur um.
Gut, ich bezahle diesem Dorf eine Menge für das Recht, hier die Bäume fällen zu dürfen. Das ist echt harte Arbeit. Wenn ich doch nur eine bessere Axt hätte. Was ist, wenn ich dir eine bringe? Ich verdiene noch nicht viel Geld. Ich habe nicht einmal ein Haus. Naja, gut, ein kleines Zelt da, ne? Ich kann dir ein altes Familienrezept beibringen. Passe halt deine Ausdauer bei der Arbeit aufrecht. Oh, er will nur eine Eisenaxt dafür haben. Was habe ich denn für eine Axt hier? Eine rostige. Alles klar. Erstmal muss ich meinen eigenen Scheiß hier verbessern, bevor ich dir helfen kann, mein Freund. So. Und wir haben übrigens immer noch nicht diesen verdammten Hexenfelsen oder Hexenplatz gefunden. Übrigens, Fun Fact, nächste Woche bin ich in der Heimat. Oh, guck mal, ein Turm. Am Hexentanzplatz. So, wir laufen einmal gescheit weiter. Ach, da kommen wir gar nicht hoch. Guck mal. Da hat der zugemacht, der Drecksack. Wo soll denn hier der Hexenplatz sein? Kann er gar nicht. Das muss doch hier sein. Wir gehen nochmal zurück zur Kirche. Wir lassen mal die Kirche im Dorf. Gehen einmal zurück. Und wir brauchen noch... Wir brauchen immer noch irgendwie die Möglichkeit, Nägel und Metall herzustellen. Dazu brauchen wir einen Ofen, denke ich, oder? Würde Sinn machen. So, das nehmen wir noch mit. Zock, zock, zock. Komm, das Unkraut können wir auch noch schnell kaputt schlagen hier. Hahaha, meine Bäume. Genau, Punkte gibt es auch noch ein paar. Wäre doch nicht viel. So, zack, zack, zack. Was haben wir denn hier? Was ist das denn? Nichts. Aus wie so ein umgekipptes Fass oder sowas. Wo ist denn jetzt das Dorf hier? Meine Güte, ich habe mich schon wieder verlaufen. Oh, ich glaube, die bringen auch richtig gut Punkte. Warte mal, das sind die, die ich am Friedhof hatte. Da, guck dir das an. Richtig nice. Also, wenn ihr die seht, immer kaputt schlagen. Das könnt ihr gebrauchen. So, hier hatten wir noch so eine komische Mühle, aber damit konnte man noch nichts anfangen. Oder nie was anfangen, ich weiß es nicht. So, da ist das. Kann doch nicht sein, wie komme ich denn jetzt hier nach Hause? Mir fehlt ein Kompass. Eine Minimap fehlt mir. Ach, N ist... Ach, guck mal, lustig. N ist für NPC. Okay, warte mal, das können wir auch noch kaputt schlagen hier. Da noch gut Punkte. So, da oben ist eine weiße Blume. Warte mal, was ist das denn für eine? Hatten wir schon eine weiße? Da läuft einer. F. Will er nicht? Warum willst du... Hä? Geht nicht. Okay, warte mal, ich will schnell mit dem Typen quatschen. Bist du der Inquisitor? Bist du der Inquisitor? Ey, stopp. Halt, stopp. Was? Ach, das ist der Astrologe, wie geil. Den brauchen wir, da müssen wir mal mitgehen. Der alte Haudegen. So, Blümchen mitnehmen, für Großoma. Das ist der Astrologe, Leute. Aber wo will er hin? Mal komm, schieb mich mal eine Runde. Derzeit. Sagt der Schade? Schade. Schade. Wie geil ist er denn bitte? Oh ja, ja, schade. Jetzt können wir mit denen reden. Hallo, bist du der Astrologe? Oh, das war ich mal. Jetzt bin ich noch eine verlorene Seele in dieser verwahrlosten Welt. Ich bin der neue Friedhofswärter und ich brauche deine Hilfe. Jeder braucht irgendetwas, außer mir. Wie macht einsam, junger Mann? Du wirkst ziemlich zufrieden. Deine trivialen Bedürfnisse bedeuten mir nichts. Also, kannst du mir nicht helfen? Mal sehen, du kümmerst dich um den Friedhof. Ja? Psst, still. Okay, er krault sein Bart. Besser sein als mein. Bring mir einen Schädel, das ist verboten, aber wen kümmert schon die Regeln dieses blöden Inquisitoren? Oh, Schädel? Den schwatzhaften Gary? Er ist mein Freund irgendwie. Ich glaube nicht, dass es angebissen wäre. Nein, ich brauche einfach irgendeinen Schädel von irgendeiner Leiche. Okay. Gib ihn einem Schädel. Alles klar. Nein. Psst. Nein. We don't give him head. Okay. Jetzt gehen wir erstmal wieder zurück. Das ist super. Also cool. Der Astrologe war da. Jetzt müssen wir einen Schädel organisieren. Ich habe auch schon eine Idee. Denn ich hatte tatsächlich bei Technologien, Schmiedekunst, Bauen, Handwerk. Hier. Da hatte ich nämlich, wo war das denn? Hartes Zeug. Entfernt Knochen. Metzger. Du weißt, wie man mit Fleisch umgeht. Irgendwo kommt man hier aber auch Schädel, wenn ich mich nicht irre. Irgendwo gab es hier sowas. Einfacher Grabstein. Oh, das müssen wir auch machen. Ne? Also Grabstein, ganz wichtig, dass wir... Liegt der auf dem Boden, der Apfel? Nee, schade. Also er liegt auf dem Boden, aber ich kann ihn nicht aufheben. Okay. Genau. Wir müssen unseren Friedhof langsam mal aus diesem negativen Ruf rauskriegen. Und da macht es, glaube ich, schon Sinn, irgendwie mal ein paar Grabsteine zu setzen. Oh, du warst gerade noch nicht da, oder?
Das Ding-Dong-Bing-Bong, ich bin der Digo, ich bin der Digo. Ach, Honig. Honig, verdammt. Da, wir brauchen noch einen Honig, aber auch fünf Honige. Honige. Klingt richtig. Honigs. Verdammt, ich komme nicht durch. Okay, boah, ich würde mir gerne die Sachen markern auf der Karte. Okay, sind wir im zufriedenen alten Dorf? Das ist schon mal gut. Kann ich mit dir reden? Hi. Nein, kann ich nicht. Okay. Gut, dann gehen wir mal zurück. Nehmen die Abkürzung, würde ich sagen, wenn ich sie finde. Warte, da. Ich sehe sie. Okay. Einmal schnell wieder zurück. Ist das kürzer oder dauert das genauso lang? Hat jemand eine Stoppuhr dabei? Müssen wir testen. Ey, Snake, was geht ab? Alles klar. Tschüss, ne? Ich fühle mich hier wie zu Hause, muss ich echt sagen. Ich fühle mich hier wie zu Hause. Das ist genau mein Ding hier. So, wir gehen einmal hoch. Wir gehen einmal hoch. So, okay. Honige brauchen wir. Und einen Schädel. Warte mal, haben wir vielleicht gerade eine Leiche hier liegen? Die wir gebräuchen könnten. Gebrauchen, missbrauchen. Man weiß es nicht. Und Honig. Warte mal, haben wir denn hier noch irgendwo Honig? Nee. Leiche 0 von 1. Genau, da wollte ich noch weitermachen. Warte mal. Das habe ich angefangen. Man sollte die Sachen dann natürlich auch weitermachen. So, minus 16 ist unser Ruf hier vom Friedhof. So, minus 14. Steinkreuz, Steinumrandung, Grabzaun reparieren. Dazu fehlt mir hier Steinreparaturwerkzeug. Habe ich gerade noch nicht. Habe ich gerade noch nicht. So, hier habe ich Blümchen gebaut, wie ihr seht. Einfach, weil ich es kann. Blumenbeet, Grabstätte. Fehlt uns in dem Fall Torf und ein Stein. Torf könnten wir kaufen. Wäre jetzt nicht das Problem. Steine kriegen wir auch irgendwie hin. Aber wir brauchen noch Eisen. Das ist ganz, ganz wichtig. So, warte mal. Wie sind wir jetzt da hingekommen? Wie sind wir jetzt zum Honig gekommen? Ich hab's wieder... War das nicht hier oder war das beim Dorf oben drüber? Ich bin nicht hundertprozentig sicher. Wir gucken mal hier. Was leuchtet hier wieder? Warum leuchtet das hier? Himmel, Arsch und Zwiebel. Okay, da ist Sackgasse. Komm, wir machen aber die Dinger mal kaputt, weil die bringen richtig gut Punkte. Komme ich nicht ran? Hier komme ich ran. Er will nicht. Warum nicht? Ist irgendwie buggy. Doch, jetzt. Okay. So. Das auch noch mit. Warte mal, müssen wir wahrscheinlich von hier ran, ne? Oder geht das nicht? Muss doch gehen. Hm. Kurios. Hier könnten wir noch Steine kloppen. Aber wir sind ja hier nicht im Bergbau. Komm ich hier durch? Okay, dann kloppen wir den einmal weg. Irgendwas liegt da. Warte mal, ich mach mal Faustling wieder aus. Zurück. Bestätigen. Ist das so besser? Nein. Ach da, okay. Also er muss richtig stehen, um drauf zu hacken. Sonst geht das nicht. Inventar noch einigermaßen leer, ja, geht. Ich hoffe, dass wir später unser Inventar noch erweitern können. Weil ganz ehrlich, wenn wir die ganze Scheiße immer mit uns schleppen, haben wir ein Problem. So, ich hoffe, da kommt jetzt Honig raus. Ja, Honig, 2 Stück. Nice. Wer wollte nochmal Honig? Der eine Typ. Genau, der eine Typ wollte Honig. Dann haben wir Honig. Jetzt brauchen wir noch eine Leiche für den Schädel. Dann haben wir da schon mal 2 Quests abgefertigt. Das sollte Sinn machen. So, haben wir gerade eine Leiche liegen? Nein. Die kommt hier übrigens immer random. Also ab und an liegt dir dann eine Leiche. Die hebe ich auf, nehme sie mit. Pipapo. Das geht dann schon. Wir laufen mal weiter. Oh, meine Energie ist schwach. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Oh, Blümchen noch mitnehmen. Packen wir ja beim Friedhof mit rein. So, das nehmen wir noch mit. Auch Befehl des großen Führers, dieser Weg bis zum Mitternacht. Ach, das ist dann der Hexenhügel hier wahrscheinlich, ne? Warte mal. Okay, ist gleich soweit. Es ist gleich soweit. Okay. Geht's hier zum Hexenhügel? Hexenhügel, ja, Tatsache. Okay. Also zwischen Dorf und unserem Heimatort. So wie es man nennt. Das ist okay, damit können wir leben. Also müssen wir darauf achten, hier, wenn die Männlichkeit kommt. Weiß ich Bescheid. So. Ich hoffe mal, dass der Typ noch da steht mit seinem Honig. Den er möchte. Der Ding-Dong-Bing-Bong. Der war ja hier irgendwo, ne? Nee, warte mal, weiter runter. Richtung Leuchtturm war der. Ich hoffe, der steht noch so spät zur Stunde hier. Da ist unser Schmied. So. Jetzt ist Mitternacht. Hier war der irgendwo, glaube ich. Ah, schade, dass man sich die Punkte nicht markieren kann. Da ist er aber. Ding-Dong-Bing-Bong. Ding Dong Bing Bong, ich bin der Digo. Ja, hier hast du den Honig. Okay, die Aufgabe haben wir beendet. Was gibt's dafür? Oh Mann, wie süß.
Was ist mit dem Kuchenrezept? Denk einfach dran, Kuchen kann nicht süß genug sein. Süßigkeiten helfen dabei, die Sachen von einem anderen Blickwinkel auszusehen, um mehr zu lernen. Oh yeah, wir können Kuchen erstellen. Was können wir denn kaufen? Samenöl, Samenöl, Hanföl, Hanfsamen. Okay, alles klar. So, ich habe da oben jemanden gesehen. Das wird sogar der Inquisitor sein, denke ich mal. Wir laufen ihn einfach mal ganz dezent hinterher. Beziehungsweise lass uns laufen. So. Warte mal, kann ich mit dir reden? Wir können tagsüber plaudern, aber nicht jetzt. Hä? Tagsüber? Okay. So. Ach, ist das schön. Lass uns einmal mitschieben. So. Oh, er hat mich abgedrängt. So, weiter geht's. Ach ja. Oh, ich konnte ihn unterm Rock gucken. Unterm Männerrock befindet sich ein Männerschlüpfer. Wo will er hin? Wer ist das? Der Astrologe ist. Er ist gar nicht der Inquisitor. Und, hä? Ach, die... Hä? Die läuft falsch rum, die Zeit? What the fuck? Okay. Gut. Schade. Ja. Dann müssen wir aber zurück. Wir müssen eh schlafen. Warum läuft der denn immer runter? Er hat so nach unten drei. Guck dir das mal an. Ich drück nur nach links. Aber er marschiert irgendwie immer nach unten. Kuriose Sache. Sehr, sehr merkwürdig. Ob man hier später auch Pferde bekommt oder so, oder irgendwelche Mounts, dass man schneller unterwegs ist. Weiß das jemand? Schreibt es in die Kommentare. Warte mal, kann ich das kaputt machen? Nee. Okay, ja. Ich gehe jetzt eh erstmal schlafen. Warte mal, wer bist du denn? Bist du der Inquisitor? Oder warst du der Pfarrer? Ach, der, okay, das ist der Episkop. Erreiche 5 auf dem Friedhof. Ja gut, das erreichen wir noch lange nicht. Aber mal gucken, wo er hin will. Läuft jetzt einfach nur weiter durch die Map und verschwindet dann, oder hat er ein Ziel? Man weiß es nicht. Warten mal, geht er hoch? Nee, komm mit. Vielleicht geht er zur Kirche, dann können wir nochmal anquatschen wegen der Kirche, weil ich will auch gerne mal rein und alles. Ich würde gerne die Kirche mal fit machen, weißt du? Dass er einigermaßen läuft. Okay, und? Ja, er geht zur Kirche! Nice! Okay, guck mal hier übrigens mein ganzer Blumenstolz. So, okay, jetzt steht er da. Ich bin nicht der Friedhofswärter, ich war auf dem Weg nach Hause. Wie kann ich den Friedhof in Ordnung bringen? Repariere einfach alle Gräber. Ich bräuchte dafür nicht mal eine Stunde, aber das ist ja dein Job. Okay, ach, das war ja das. Okay, genau. Ich war ja tragisch. Ich muss zurück nach Hause. Das ist ein entsprechender Schädel. Er hat mich gezwungen, eine Leiche zu filetieren. Haha, guter Scherz. Ich bin übrigens auch Komiker. Hier, kennst du den? Wer ist Gust? Wer? Naja, na ich. Verstehe nicht. Gesegelt. Lache. Ja, wenn er Komiker ist, dann müssen wir natürlich auch lachen. Okay, hier brauchen wir Steinreparaturwerkzeug. Hier auch. Aber der hat noch ein Holzkreuz. Ach, da fehlt mir das Holzreparaturwerkzeug. Das müssen wir nachher einmal erstellen. Kann ich die gießen oder so? Nee, okay. Nicht weiter tragisch. Was wollte ich machen? Ach genau, wir wollten schlafen gehen. Bis zur Männlichkeit. Schlafen bis zur Männlichkeit. Immer noch keine Leiche da? Schade. Das müssen wir übrigens auch mal hier reparieren. Dazu brauchen wir aber Eisenstücke. Und für Eisenstücke brauchen wir Hölzer und Amboss. Und ich habe keine Ahnung, wo wir den herkriegen. Das ist derzeit noch so ein bisschen unser Problem, was wir hier haben. Boah, diese Lex, ne? Sehr, sehr kurios. Ich könnte ja mal was probieren. Warte mal. Randlos Vollbild. Bestätigen. Kurz Lex, ja, ist normal. Bestätigen. So. Verschiebt sich zwar alles bei mir. Ist denn die Auflösung richtig? Das sollte passen. Sehen jetzt viel mehr, kann das sein? Sieht alles so klein aus. Oh, okay, nee, da haben wir noch mehr Lex. Warte, guck mal auf den Bildschirmrand. Siehst du das? Das ist natürlich gar nicht so schön. Nee. Ich muss wieder auf Randlos stellen. Also es ist halt eine Beta, ne? Das darf man nicht vergessen. Es ist halt hier und da echt noch ein bisschen buggy. Aber ich glaube, so macht das mehr Sinn, ne? Jetzt zieht das immer noch nach. Das heißt, wir müssen echt die Auflösung wieder runtersetzen. Mysteriös. Aber gut. Ah, fein, danke für den Sub. Vielen Dank. So ist besser. Also so gewöhnt man sich, glaube ich, auch dran, ne? So, dann schlafen wir eine Runde und sehen uns morgen früh wieder.